Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg wie im Fluge, oder genauer gesagt hier um Karaga, welches sich im Gebiet Zul'Azar befindet und zweite bei 7029. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus: Wir nehmen Ikki mit wilde Kralle, schwarze Klaue und Char, dann ein Falkosaurier-Pet mit Falkosaurier-Schwarm und am besten Raubtierschlag oder auch Kralle geht, und Nederrochen-Jungtier mit Arkanschlag, Schwanzweg und Schattenstock. Hier sollte man am besten halt irgendwie so eine starke Magieattacke mitnehmen, um halt ja am Schluss den Gegner besiegen zu können. Manchmal ist es sogar so, dass man es nicht mehr benötigt, aber da muss man wirklich sehr viel Glück haben. Und eben, ja, ich sag mal so, Arkanschlag ist halt sehr praktisch gegen Flugtiere. Beginnen wir gleich mal den Kampf und hier gleich einmal die schwarze Klaue einsetzen. Wichtig für Ikki ist halt einfach, den Muffel zu töten und danach die schwarze Klaue noch auf den Brummer zu bringen, damit halt danach das Falkosaurier-Pet ein bisschen ein einfacheres Leben hat. Leider reicht es hier in den meisten Fällen eben nicht aus, außer man würde vielleicht noch ein Crit raushauen. Dann überlebt hier Ikki recht knapp. Der Gegner sollte hier an dieser Stelle den Wirbelsturm einsetzen im normalsten Falle. Und wir setzen halt in dieser Runde die schwarze Klaue nochmal drauf und werden dann gleich durch die Dots getötet. Dann kommt das Falkosaurier-Pet ins Spiel. An dieser Stelle einfach mal ja, den Schwarm reinhauen. Und hier sollte es eigentlich so sein, dass durch den zweiten Falkosaurier-Schwarm den Gegner getötet wird. Ich habe jetzt Schneefeder-Jungs genommen, weil es die tiefsten Kraftwerte hat, meines Wissens nach. Also wenn man hier genauer hinschaut, ist das Falkosaurier-Pet hier mit den tiefsten Werten, deshalb habe ich das hier genommen. Dann jetzt kommt Skieto in den Kampf, hier am besten auch wieder den Falkosaurier-Schwarm reinhauen. Hier sollten eigentlich wieder beide durchlaufen können. Und wenn man dann halt noch kann, ja, den Raubtierschlag dahinter setzen. Es kann aber auch sein, dass man hier an dieser Stelle durch den schneidenden Wind halt getötet wird. Und eben dieses Pet hier sollte am Schluss eigentlich keine Probleme mehr haben, hier irgendwie mit dem Arkanschlag einen reinzuhauen. Am besten hier den Arkanschlag einfach reinhauen. Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen passen, damit ich euch zeigen kann, es geht auch, wenn man ein bisschen Pech hat. Hier an dieser Stelle eben den Arkanschlag reinhauen, irgendwann mal. Und dann haben wir den Skieto besiegt. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.